Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Lost Amber. Ich bin mal wieder das Bruce und wir schauen mal, was wir hier in diesem großen, großen Tempel finden. Ich finde es grausam, wilde Tiere in solchen Käfigen zu halten. Du warst wohl der gleichen Meinung. Ja, das ist aber auch richtig so. Da bin ich auch voll der gleichen Meinung. Da kenne ich nichts. Wilde Tiere sollten auch frei sein. Ja, das Konzept des Zoos ist quasi schon schwierig. Wenn es allerdings artgerecht ist, dann soll es verziehen sein. Dann ist das okay. Das ist halt auch eine Sache, ne? Jemand gesehen hätte, das war unser heiliger Tempel. Und ich schätze mal, der heilige Tempel, der wird dann im Endeffekt das Problem gewesen sein. Wird dann einer gesagt haben, so nicht, Freunde. So nicht, Freunde der Sonne, und dann ging es weiter. Mit der Übeltäterei hier. Ja, und dann wird... Deswegen werde ich wohl nicht in die Stadt des Lichts gelassen. Oh, okay. Die Yawa-Arena. Oh. Hier kämpften die Stärksten der Yanrana gegen wilde Bestien. Wenn sie überlebten, war es ihnen erlaubt, der Sinchi-Wache beizutreten. Ich sah die Kämpfe mit meinen eigenen Augen. Was für ein Spektakel. Ja, aber... Da kämpfst du gegen... Das ist auch so eine Sache. Da kämpfst du gegen Tiere. Hallo? Die können nichts dafür, dass sie da jetzt in den Kampf mit reingezogen wurden. Medaille. Eine Medaille. Der Gewinner der traditionellen Kämpfe, Wolf gegen Mann, bekam sie in einer glorreichen Zeremonie verliehen. Ja, da mussten wahrscheinlich die Wölfe aber auch getötet werden, gehe ich doch mal von aus, oder? Also ich meine, das ist doch Mist. Sowas ist doch Mist. Ein Relikt. Wahrscheinlich irgendwie ein Halsband oder so. Wolfsmaulkorb. Ja, siehst du? Maulkorb für Wölfe, um die Jäger zu schützen, die die Arena bewachen. Ja. Überhaupt kein Fan von. Bin ich wirklich überhaupt kein Fan von. Von so einem Mist hier. Also... Ist für mich ein No-Go. Eindeutig. Definitiv. So, dann gucken wir mal, wie tief das weitergeht nach unten. Hier in dem Tempel der Tempel. Oh. Aber ich möchte Wombat Power durchführen hier. Und werde mal hier so ein bisschen durch die Gegend rollen. Nämlich auch noch ein Relikt. Bronzepreis. Die Soldaten kämpften in diesen Arenen mit bloßen Händen gegen Wölfe und andere wilde Tiere. Diese Trophäe wurde demjenigen verliehen, der als letzter noch durchhielt. Als letzter noch durchhielt? Also ich meine, waren die anderen dann tot oder waren sie nur betäubt oder wie ist das?
Es klingt mir alles sehr suspekt, was sie da so sagen. Voilà, okay. Hui. Und dann rollen wir hier mal durch. Ah ja. Hier geht's weiter. So, dann mache ich hier einmal wieder auf Wolf. Das war unser Allerheiligstes. Die goldene Sonne hinter dem Tempel des Lichts. Sie zeigt die natürliche Ordnung aller Dinge. Der Mensch, erhaben in den Himmeln über Tier und Natur, beugt sich allein vor seinem mächtigen Tempel. Ist es nicht überwältigend? Ich weiß noch, wie ich als Kind genau das in meinen Turpoi-Dolch eingravierte. Dieser Dolch war mein Ein und Alles. Plot-Twist. Sowohl dieser Geist als auch der Wolf bin beides ich. Wer weiß. Chantai. Sie war es, die alle Yanrana-Stämme zu einem Volk vereinte. Verehrt von vielen, doch gefürchtet von den meisten. Achala. Sie machte Kilotasi zu dem, was die Stadt damals gewesen ist. Der prachtvollsten Stadt in allen Landen. Sie baute diesen Tempel und sammelte Reichtümer und Schätze aus der ganzen Welt. Avidos. Er war es, der den Grundstein für Kilotasi legte. Von seinen Widersachern viel zu früh niedergestreckt. Kapak. Er war der stärkste Yanrana aller Zeiten. Niemand konnte ihn bezwingen. Niemand. Außer einer schrecklichen Plage, welche die Hälfte aller Yanrana dahinraffte. Diese vier waren die mächtigsten Herrscher, die es jemals gab. Ohne sie wäre nichts hiervon möglich gewesen. Ja. Eine Plage kann natürlich alles ändern. Da kannst du noch so ein guter Krieger sein. Unser Allerheiligstes. Du wurdest entdeckt. Ja. Weißt du, was du getan hast? Dieser Ort war heilig. Das war Hochverrat. Deswegen wurdest du aus der Stadt des Lichts verbannt. Kein Zweifel. Tja, so ist das eben, ne? Eine handgemachte Goldmünze. Da. Einige des wohlhabenden Yanrana erlaubten ihren Kindern, ihre eigenen Symbole in die Münzen einzugravieren. Das sollte Glück und Erfolg bringen. Oh, schön. Ja, das kann man machen.
So, aber wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Wir wollen wahrscheinlich wieder zurück. Ja, schon ganz schön der Aberglauben hier so. Ja, das Allerheiligste kaputt machen. Ist natürlich nie die beste Idee. Noch irgendwas? Ah ja, okay. Da, nee. Muss ich hier lang oder muss ich woanders lang? Also genau, das ist doch der einzige Zugang hier gewesen, oder? Oder gab es noch einen anderen? Hier gibt es sicher einen anderen Ausweg. Ist sicher einen anderen. Ah. Oh. Okay. So, das macht Sinn. Yes, Kolibri-Power. Juhu. Ja, dann fliege ich hier mal raus. So. Folgen wir dem Flusslauf hier. Ja? Oh. Nimm aber hier mal den Pilz mit, wa? Auf zum Palast. Oh. So, wie geht denn der Senkflug? So. Den Pilz habe ich gefunden. Was ist hier noch drin? Ach Mist. Ich wollte cool sein und wollte das jetzt. Halt hier so durch und so und total cool und Stuff und jade jade, alles ist toll. Oh. Oh nein. Was passiert hier? Die sind ein bisschen... Aufstände. Überall. Das ist dein Werk. Nee. Das sehe ich nicht so. Oder, naja, gut. Aber, naja, ist halt schwierig. Es ist schwierig. Es ist kompliziert. Aber genauso wie ich vorhin gesagt habe, ja, okay, dem Vater die Schuld zu geben, das ist alles deine Schuld, weil man dadurch irgendwelche Aktionen vollbringt, die man eben für richtig hält. Ja, genauso doof ist es halt auch zu sagen, ja. Hier ist es dunkel, aber du hast ja mich dabei. Ja. Was wollte ich sagen? Achso, genauso viel zu simpel ist es halt auch zu sagen, ja, okay. Weil du das gemacht hast, sind halt Aufstände entstanden. Das ist halt auch eine sehr simple Herangehensweise an diese ganze Geschichte und finde ich schwierig. Kann ich nicht höher? Ach komm, ich werde mal zum Wolf. Bevor ich mir hin Wolf fliege. Da laufe ich mir lieber einen Wolf. Hier ist noch ein Relikt. Gucken wir uns das doch auch an. Eine kleine Figur. Einer Frau. Jemand hat eine einfache Steinfigur gemeißelt. Yo, das passiert manchmal. So, dann gucken wir mal hier weiter, was hier so am Ende des Weges liegt. Von dir? Gefallen genommen von den Tempelwachen. Das kann passieren, ne?
dann fragst du dich, was hier los ist, ey. Fragst du dich, warum du halt so ein bisschen angesäuert bist von den ganzen Leuten, ne? Also ich meine, das ist ja nun mal offensichtlich an der Stelle. Tut mir echt leid, aber es ist halt einfach so. Ja, gut. Noch ein bisschen weiter, ob wir hier auch wieder rauskommen aus diesem dunklen Loch. Jetzt nach oben. Wo ging es jetzt hier lang? Okay. Ja, muss ich halt... Ja, oh, ne, Moment mal. Was ein Relikt. Kleiner Steinjunge. Ach, lass mich raten. Irgendjemand hat das gemeißelt? Jemand hat eine kleine Figur eines Jungen gemeißelt. Vielleicht für einen Verwandten. Ja, das ist möglich. Bin nur gerade erstaunt, dass ich das nicht gesehen hatte, dass da eine... dass da ein Relikt war. Ja genau, ich bin hier lang, ne? So, jetzt kann ich aber mal hier durch und gucken, was hier noch so ist. Aha, hier ist auch noch ein Relikt. Sehr schön. Auch das passt. So, da fehlen noch ein paar Sachen. Kleiner Junge, kleine Frau, kleine Medizinflasche. Diese Fläschchen wurden für Medizin benutzt. Vielleicht war dies eine Art Krankenstation. Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall ein paar Splitter hier auf meinen... Oh nein. Oh, ein Glück. Das wäre so doof gewesen, wenn mich das... Wie dieser Splitter jetzt einfach davon abgehalten. Dieser Palast ist atemberaubend, nicht wahr, Wolf? Wie viele Menschen es wohl brauchte, ihn zu errichten? Tja. Das ist wohl eine gute Frage. Aha, was haben wir hier? Ein weiteres Relikt. Verbleibsel eines Musikinstruments. Aha. Eigenartiges Gebilde könnte ein Musikinstrument gewesen sein. Ah, es sah jetzt ein bisschen aus wie so ein... Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Eine Art Fiedel. Kleine Figur eines Mannes, ja. Ja, jemand hat die gemeißelt, ja, okay. Schön. Das sind Dinge, die ich wissen muss. Wahrscheinlich. Nein. So, stattdessen gehen wir halt hier jetzt mal raus. Wir sind im Thronsaal. Unglaublich, dass ich zurück bin. Unglaublich, dass ich zurück bin. Heißt das, du bist der König gewesen?
nicht das, was man eigentlich wollte. Wow. Ist auf jeden Fall wieder ein bisschen höher. Eieieiei, das ist ja... Bist du jetzt zufrieden? Ist deine Rache vollkommen? Denn jetzt habe ich keine andere Wahl, als dem Herrscher deinen Kopf zu bringen. Das warst du, Kalani, nicht ich. Wenn wir uns wiedersehen, muss ich dich töten. Ist dir eigentlich klar, was du getan hast? Deine Revolution kostete uns unsere Stadt. Warum sollte ich dir überhaupt helfen? Warum? Du hast bekommen, was du verdienst. Lass mich einfach in Ruhe. Dass es dir jetzt leid tut, ändert nichts. Vielleicht bin ich so gestorben. Durch deine Hand. Die Stadt des Lichts sei dir für immer verwehrt. Ganz schön harter Twist. Durch die Revolution hat sie das Leid einfach nur vergrößert und nicht, was sie eigentlich schaffen wollte, das also irgendwie hinzubiegen. Ne? Ja, das ist natürlich wirklich, es ist krass. Es ist von der Erzählung her sehr, sehr krass, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, mit diesem Twist. Oder mit diesem... Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so ein harter Tobak wird. Das ist ein Happy-Fun-Time-Spiel. Und jetzt ist das hier so ein... Ja, du hast alle niedergemetzelt. Das sind ja quasi... Ja. Ich meine, ich kann verstehen, warum die Stadt des Lichts jetzt sagt, so, hey, du nicht, weil du hast hier alle quasi auf dem Gewissen, auch viele Unschuldige, weil die ganze Stadt brannte ja durch diese Revolution und ja, es ist halt eine sehr, sehr große Symbolik in Hinsicht, naja, versuch halt nicht Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen. Das funktioniert in der Regel nicht gut. Passieren Dinge, die unvorhergesehen sind und die man definitiv nicht passieren lassen möchte. Ja. Das ist auf jeden Fall der Punkt, dass, ja. Und jetzt ist unser kleiner roter Orb weg und redet nicht mehr mit uns. Selbstverständlich, weil offenbar war er ja ein Stadtbewohner an dieser Stelle. Thank you.
Wenn das der Grund für deine Verbannung ist, glaube ich nicht, dass du jemals Erlösung finden wirst. Du hast das sicher nicht gewollt, aber ich habe bestimmt auch Fehler gemacht. Aber vielleicht verdient jeder eine zweite Chance. Komm, wir sind ein Team, du und ich. Oh. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Es gibt einen Ort, an dem sogar du Erlösung finden kannst. Der Sonnentempel. Hoch oben im Gebirge. Wo unsere Urahnen der Stadt des Lichts so nahe gewesen sind. Oben, über allem, was auf Erden lebt. Wenn wir es dahin schaffen, kannst du bestimmt um Vergebung bitten. Tja. Die Frage ist, will man das? Will man um Vergebung bitten? Oder ist das doch alles so gelaufen, wie man es möchte? Aber na gut. Alani sah ja am Ende nicht sehr glücklich mit dem Endresultat aus. Also von daher ist um Vergebung bitten an dieser Stelle wahrscheinlich tatsächlich das, was man tun könnte. Bin ja mal gespannt. So, ah ja. Hier bin ich ein Fisch. Hui. Wow. Ist ja... Wow. Spring. Ups. Ups. Okay. Das ist quasi wie so eine Rennbahn hier. So fühlt sich das zumindest an. Nach dem Gefecht im Palast zu. Wow. Sie müssen dich mit allem, was sie hatten, gelacht. Okay. Sehr interessant hier was. Ich fühle mich wie in Mario Kart. Wow. Whee. Ah, guck mal. Sollen einfach nur einmal anbieten. Dann zählt das schon. Okay. Komm, ich will... Yeah, hier so durch... Das Sonnending durch. Wow. 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 Klatsch. So, weiter geht's hier. Eieieiei. High Speed. Nein, stop. Ah, habe ich verpasst. Na naja, egal. Na, kommen wir dem Ende nah? Bin gespannt, wo führt die Reise hin? Okay. Okay. Ich würde gerne jetzt ein normaler Fisch sein, denn mit dem lässt es sich besser schwimmen. So, und hier geht's an Land. Okay, cool. Was sich jetzt hinter dieser Slide-Party noch befinden wird, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich, dass ihr soweit zugeschaut habt. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ihr kriegt sogar eine Notification, wenn ihr die Glocke drückt. Und dann würde ich sagen, traumhaften Tag haben wir wieder geschaut und bis zum nächsten Mal.